Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute einen richtig leckeren Camembert Pfirsichburger auf der Feuerplatte und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Dieses Video wurde möglich gemacht von Flame Power. Das ist eine Feuertonne für einen schmalen Taler. Ist eine Stecktonne, die kann man einmal zusammenstecken und dann hat man eine sehr qualitativ hochwertige, stabile Feuertonne, für die es alle möglichen Arten an Zubehör gibt. Zum Beispiel eben eine Feuerplatte oder auch einen Grillrosteinsatz oder, wenn es einfach nur so im Garten steht, einen Einsatz, wo man zum Beispiel Blumen reinpflanzen kann, damit das Ding nicht ganz so schäbig in Anführungsstrichen aussieht. Und in diesem Sinne, während die Feuerplatte jetzt heiß wird, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. Denn es gibt natürlich so ein bisschen was zu tun und als erstes haben wir hier einen Camembert und der wird einfach oben abgeschnitten, also dieses Käppchen, die oberste Schicht, die wird abgeschnitten und dann haben wir das wieder in diese Holzbox getan. Kleiner Tipp vorab, das würde ich dir nicht empfehlen, weil das hält nicht so gut, aber das siehst du jetzt gleich. Und als nächstes habe ich dann Plattpfirsiche geschnitten und nach dem, ja, Pfirsich-Gate aus dem letzten Video, ich verlinke dir das mal oben, ja, das sind Plattpfirsiche, aber auch im letzten Video stand tatsächlich Pfirsich auf der Dose, dementsprechend bin ich davon ausgegangen, ach, die sind ja viel kleiner, dann werden das wohl Pfirsiche sein. Wie gesagt, guck dir einfach mal das Pfirsich-Melba-Hähnchen an, dann weißt du, wovon ich rede. Nun brauchen wir natürlich noch eine rote Zwiebel und diese rote Zwiebel, die ist ja auch für diesen Kanal durchaus bekannt, deswegen gerne den Hashtag Zwiebelliebe unten in die Kommentare. Ihr helft nämlich nicht nur mir, sondern auch dem Kanal, um zu wachsen. Und das war's schon mit der Schnibbelei. Denn jetzt können wir an der heißen Feuerplatte weitermachen und da kommt jetzt der Camembert drauf und dann decken wir das Ganze ab mit so einer Burger-Glosche. Gibt es zum Beispiel vom Moesta oder von ganz vielen anderen, einfach mal schauen, Burger-Glosche oder Feuerplatten-Glosche oder Metall-Glosche, du wirst schon was finden. Und als nächstes die Zwiebeln zusammen mit den Pfirsichen auf die Feuerplatte geben, dann ordentlich Honig darüber und dann wird das Ganze flambiert. Ich bin ja bekennender Vielflambierer auf der Feuerplatte, mir macht das unglaublich viel Spaß und dafür eignen sich Feuerplatten natürlich auch unglaublich gut. Außerdem sieht es nicht nur gut aus, sondern es ist ja auch ein bisschen was für die Gäste, wenn man da so eine halbe Flasche Whisky über dem Gargut verteilt. Macht auf jeden Fall Spaß und macht auf jeden Fall kein Rezept schlechter. Außerdem karamellisiert der Honig jetzt relativ schnell und dann wird das Ganze einfach von links nach rechts geschoben und ein bisschen durchgewälzt, dass die Zwiebeln schön gar werden und auch die Pfirsiche Röstaromen bekommen. Das ist übrigens der Grund, warum ihr dieses Holzkästchen nicht nehmen solltet. Löst sich nämlich auf einer Seite. Deswegen, wenn du das machst und der Camembert sieht so aus, dann kannst du ihn übrigens auch runternehmen. Denn dann hat er genau die Konsistenz, die du haben möchtest. Einfach ein bisschen weichen Camembert, der dann hinterher oben über dem Burger drüber kommt. Und nun kommt das Burger Patty auf die Feuerplatte und dazu gesellt sich etwas Bacon. Ja, jemand Schlaues hat mal gesagt, alles schmeckt besser mit Bacon und bei einem Burger, da kommt das natürlich immer ganz gut, wenn man da so einen salzigen, knusprigen Bacon mit oben drauf hat. Dieser Bacon, der wird auch von beiden Seiten ordentlich angeknuspert und das Burger Patty, das legst du am besten direkt auf die direkte Hitze. Also auch so eine Feuerplatte hat ja verschiedene Hitzezonen. Das, die direkte Hitze ist direkt vorne bei der Öffnung, da ist es am heißesten und je weiter du nach außen kommst, umso kälter wird's, da kannst du das dann nachgaren lassen, zum Beispiel dein Burger Patty oder auch dein Steak oder was auch immer dir gerade einfällt. Deswegen einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn du neu in diesem Feuerplatten-Business sein solltest, dann teste dich da einfach ein bisschen ran. Das funktioniert übrigens erstaunlich gut mit Burgern, weil da kannst du tatsächlich nicht so viel in Anführungsstrichen kaputt machen und dementsprechend guck einfach mal, mach mal so eine Ladung Burger auf deiner neuen Feuerplatte und dann läuft das. Als letztes jetzt noch die Burger Buns, also die Brötchen, antoasten und dann kann unser Burger auch schon zusammengebaut werden.
Und für den Zusammenbau, da nimmst du als erstes mal die Unterseite des Burger Buns. Da kommt jetzt ein bisschen Angebersalat drauf. Nimm einfach das, was dir schmeckt. Vielleicht hast du ja Salat im eigenen Garten, dann schmeckt der natürlich noch viel besser. Und dann packst du das Patty oben drauf. Da gesellt sich dann selbstverständlich der Bacon hinzu. Und als ob das natürlich noch nicht genug wäre, nimmst du jetzt eben diese Pfirsiche zusammen mit den Zwiebeln, verteilst das einfach oben drauf. Und dann toppst du das Ganze mit dem Camembert. Dieser Burger hier, der kommt ohne jeglichen Schnickschnack sonst aus. Also keine Barbecue-Soßen, keine Mayo, kein nix. Sondern du hast alles, was du brauchst, auf diesem Burger vereint. Und das ist übrigens nicht nur ich so, sondern auch der Tobias von Tobias Grillt. Das verlinke ich dir mal oben in der Ecke. Schau mal beim Tobi vorbei, der freut sich über jeden Besuch. Und ich finde, dass die Videos von ihm tatsächlich wenig Beachtung finden. Deswegen sieh zu, dass du da Beachtung schenkst. Und hau ihm auch gerne eine Hashtag Zwiebelliebe in die Kommentare. Wenn du noch weitere Rezepte rund um den Rost suchst, kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Und hier bekommst du noch das Rezept. Und ich würde mich wie immer freuen über jeglichen freundlichen Kommentar, über jeden Daumen nach oben, über jedes Gefällt mir und wenn du die Videos weiterempfehlst und natürlich auch schaust. In diesem Sinne, danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.